Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 4. Wir waren dabei stehen geblieben, dass wir in diese Höhle rein wollten und ich würde sagen, wir machen genau an der Stelle weiter. Gleich nachdem ich mir kurz nochmal den Status angeschaut habe, Cecil Kane beide Level 10, das passt soweit. Gucken wir uns doch mal, was uns hier erwartet. Die Höhle des Nebels, wir müssen in Richtung des Dorf des Nebels, um da eine beschwörbare Kreatur zu erledigen. Und hier haben wir Erstschlag, hier beginnt unser eigentlicher Kampf, oder zum ersten Mal der richtige Kampf. Kane als Dragoner, oder im Englischen Dragoon, hat die Spezialfähigkeit Sprung, die werde ich später gleich nochmal genauer erklären. Und dasselbe gilt für Cecil. Also ich werde Cecils Spezialfähigkeit auch später erklären. Hier ist erstmal nur, oder hier reicht es erstmal nur, wenn man einfach mal alles mit ganz normalen Angriffen wegmöbelt. So, was ich natürlich versuche hier ist, die Karte auf 100% zu bekommen, damit wir den kleinen Bonus mitnehmen können, den es dafür gibt. Das Level hier ist nicht besonders groß. Verlass diesen Ort. Wer sagt das? Ja, wer sagt das wohl? Irgendjemand, der nicht will, dass wir hier sind. Potion aus der Schatzkiste erhalten. Sind wir richtig? Ja, wir gucken uns nochmal hier unten um, dass wir auch alles freigeschaltet bekommen. Die Höhle kenne ich soweit, aber ich habe immer so diese Angewohnheit, mir die Karte anzuschauen, weil ich nichts verpassen will. Ziemlich blöd ist es, wenn man dann wegen 2% oder so nochmal umkehren muss, um da diesen Gegenstand zu bekommen. Man beachte vor allem die wundervolle Kampfmusik. Also den Soundtrack von Final Fantasy 4 liebe ich sehr, der ist wirklich richtig toll. Falls ich das noch nicht erwähnt habe, erwähne ich das hier gerne nochmal. Natürlich weiß ich, dass ich das schon mal erwähnt habe, aber ja, man kann das nicht oft genug sagen. Wir haben ein Zelt gefunden. Geht's hier weiter? Hier geht's nicht weiter. Dann gucken wir nochmal, was hier vorne ist. Kehrt um! Diese Stimme. Der Beschwörbare. Der Beschwörbare. Ich schwör, der Beschwörbare. So, Augentropfen aus der Schatzkiste erhalten. Da sollten wir auch hier gleich durch sein, was die Höhle angeht. Das ist keine große Kunst. Wir sind hier ja noch ziemlich am Anfang. In beiden Fällen geht die Active... Ah, da fällt mir gerade ein, die Active Time Battle Leiste fühlt sich mir viel zu langsam. Die werden wir gleich noch umstellen. Wir greifen die an. Man sieht hier unten die Präzision 100%. Also wir treffen diese Nadelratte zu 100%. Keine große Kunst dabei. Einfach immer nur draufklicken. So, also was ich auf jeden Fall vorhabe, die Kampfgeschwindigkeit auf schnell erhöhen. Also man hat hier die Möglichkeit, während man Aktionen auswählt, dass die Active Time Battle Leiste wartet. Das ist hier ganz praktisch bei dem Spiel. Auf aktiv würde das die ganze Zeit weiterlaufen. Auch während wir uns Aktionen ausdenken, würden die Gegner auf uns einschlagen. Und ja, die Kampfgeschwindigkeit auf schnell ist einfach nur dafür da, dass sich die Active Time Battle Leiste schneller füllt. Das macht das Ganze ein bisschen spannender. Vor allem aber auch nicht so langweilig, wenn man auf die Aktion wartet. Gefolge aus Baron. Du weißt, wer wir sind. Kehrt um, kein Leid soll euch zugefügt werden. Zeig dich. Ihr schlagt meine Warnungen in den Wind. Natürlich. Wir müssen diesen Ring zum Dorf des Nebels bringen. Wie ihr wünscht. Der Nebel sammelt sich. Der Nebel sammelt sich. Ja, der Nebel sammelt sich und damit zu unserem allerersten Bosskampf. Der Nebeldrache. So, Cecil hat die Fähigkeit Schwarzkunst, die setzen wir gleich mal ein. Kane hat die Fähigkeit Sprung. Die benutzen wir auch gleich mal auf den Drachen. Folgendes ist der Fall. Sprung besagt, dass Kane für eine Runde verschwindet und daraufhin mit erhöhtem Schaden angreift. Er ist quasi jetzt erstmal Sicherheit. Und Cecil macht mehr Schaden und fügt Dunkelheitsschaden zu als Element Dunkelheit. Dafür, dass er aber Lebenspunkte verliert im Austausch. So, wenn sich der Drache Nebel verwandelt, sollten wir ihn nicht angreifen. Das ist nicht sehr gesund, er wird mit einem sehr starken Angriff kontern. Wir nutzen die Gelegenheit, um uns zu heilen und warten einfach ab. Manchmal kann es passieren, dass man gerade mitten in einer Aktion ist. Vorher ist der Drache aber dran, man konnte es nicht wissen. Er verwandelt sich in Nebel und pustet uns weg. So.
So, der Nebel zieht sich zusammen. Jetzt ist die Chance beim Angriff. Das wird auch wunderbar nochmal gesagt. Es ist bei Final Fantasy IV sehr, sehr stark der Fall, dass man hier auch die, dass man die Strategien der Bosse kennen muss, dass man die Taktiken der Bosse kennen muss. Ich weiß nicht genau, wie das ist, wenn man das Ganze auf normal spielt. Ich spiel's ja grundsätzlich auch schwer. Ob es dann leichter wäre, ob man da auch auf die Strategie der Bosse achten muss, könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr da Erfahrung habt. Aber hier muss man sehr, sehr, sehr aufpassen. Ein falscher Klick, einmal zu früh geklickt, kann schon dafür sorgen, dass man mal sehr schnell ausgelöscht wird. Deswegen heilen wir uns auch hier an der Stelle nochmal. Da seht ihr es, der Drache hat sich in Nebel verwandelt. Hätte ich eben angegriffen, hätte er sich in Nebel verwandelt, mein Angriff wäre ins Leere gegangen. Und der Drache hätte mit einem sehr starken Gegenangriff gekontert. Im Prinzip ist das hier ein Geduldsspiel. So, die Chance für einen Angriff. Wir springen sofort und greifen. Nein, wir setzen nochmal die Schwarzkunst ein. Schwarzkunst hält nur ein paar Runden lang oder eine gewisse Zeit lang. Es kostet uns doch immer eine Runde, das einzusetzen. Aber es lohnt sich, denn die Kreatur ist anfällig dafür. 86 Schaden. Bam. Okay, macht fast genauso viel an uns. So, wir greifen nochmal an. Und das war ein kritischer Treffer, 92 Schaden. Wir sollten uns langsam wieder heilen. Und ich wage einen Angriff. Ich hoffe mal, dass er sich nicht in Nebel verwandelt. Ja. Und das war's auch schon mit dem Boss. Epischer Abgang. Typische Siegesmusik. So, Cecil ist Level 11. Wenn man vorher draußen schon ein bisschen trainiert hat, ein bisschen gekämpft hat, dann ist man wahrscheinlich vorher schon Level 11. Wie ist es jetzt geworden? Es wird die Zeit kommen, an der ich farmen muss, an der ich leveln muss, an der ich grinden muss. Ich glaube, das habe ich vorher schon mal erwähnt. Falls nicht, tue ich es jetzt nochmal. Hülle des Nebels vollständig. 5 Potions erhalten. Ich werde natürlich offscreen farmen. Das tue ich euch hier nicht an. Farmen ist sehr lästig in dem Spiel. Okay, wir gehen zum Dorf des Nebels, das sich ungefähr ziemlich genau hier auffällt und gucken mal, was uns danach erwartet. Mission erfüllt, wir haben es geschafft! Wir sind rehabilitiert. This is what we were sent to do? Wished this village torched. But why? Why? Mother, you can't die. Just because your dragon did. I've heard of their lot. Men who can conjure Eidolons. Summoners. Then the dragon we slew was her mother's? You're the ones who killed her dragon? Forgive us. We've no idea this would happen to your mother. His Majesty sent us to eliminate every last one of these people. No. Foul work, to be sure. We'll need to kill the girl as well. Cain! It's her or us, Cecil. She's a child! You'd betray your king? Betray him? Any man who'd wish for this is no king of mine! I thought you might say that. Then... I owe His Majesty much, but not so much I'd soil the Dragoon's name in his. Then you're with me. Baron's army is the mightiest in the world. Our flight means nothing if we remain alone. We must treat with other nations, share what we've seen. And Rosa, she must share our flight. And she will, thank you. I'm not doing this for you. Huh? Quickly, we mustn't linger here. What of the girl? We take her with us. Come,
It's not safe here. Take my hand. No! We've no time. Use force if you must. Stay away! Wait! Leave me alone! I hate you! Alter Schwede, das war ein Auftritt. Ah. Dem Himmel sei Dank, sie lebt. Moment. Kane? Kane! Ich kann hier nicht länger bleiben. Ja, wir sollten hier nicht länger bleiben. Das kleine Mädchen ist verletzt. Ich muss das Mädchen von ihr wegschaffen. Vergib mir, Kane. Ich glaube, Kane wird uns das Ganze verzeihen. Was ich mich nur frage ist, warum sagte er, er tut das nicht für uns? Was hat er damit gemeint? So, wir müssen das Mädchen schnell ins nächstgelegene Dorf bringen. Hier kommen wir nicht mehr weiter. Das nächstgelegene Dorf ist ein bisschen weiter weg. Hier kann es passieren, dass man von einem Sandwurm angegriffen wird. Der könnte uns jetzt töten, aber das ist hier zum Glück nicht der Fall. Wir sind durchgekommen, ohne einmal zu kämpfen. Hier wird später übrigens auch der Ort kommen, an dem ich farmen werde. Ich muss einen Platz finden, an dem das Mädchen ausruhen kann. So, das macht er automatisch. Ich kann mich hier nicht schneller bewegen. Natürlich erst mit einer Inn. Seid gegrüßt, Reisender. Du meine Güte, das Mädchen ist ja kreidebleich. Legt es sofort in ein Bett und macht euch keine Gedanken über die Bezahlung. Hab Dank. Ja, es gibt doch noch freundliche Menschen hier. Nicht alle sind wie der König. Du bist wach. Punkt, Punkt, Punkt. Du hast mir deinen Namen noch nicht verraten. Ich nenne dich ab jetzt Punkt, Punkt, Punkt. Es ist meine Schuld, dass deine Mutter tot ist. Ich verlange nicht, dass du mir vergibst. Aber erlaube mir wenigstens, dich an einen sicheren Ort zu bringen. Ja, ich muss schon sagen, das hat Cecil sehr, sehr toll gemacht, zu sagen, dass kein König, der sowas von ihm verlangt, ein König von ihm ist. Sehr mutig von ihm. Und sehr weise, so zu handeln. Der weiseste Weg ist nicht unbedingt der leichteste. Haben wir euch gefunden, Lord Cecil? Ausrufezeichen! Bitte, ihr müsst mir zuhören. Der König ist... Ich habe meine Befehle direkt vom König. Händigt uns das Mädchen aus und er wird euch eure Verfehlungen vergeben. Die Bewohner des Dorfes des Nebels sind gefährlich. Wie bitte? Ausrufezeichen! Tretet beiseite! Ich denke gar nicht daran. Wie gefährlich sie sind, haben wir ja gesehen. Nämlich gar nicht. So, wir versuchen das mal mit Angriffen. Und zwar auf den General. Angriff! Genau, das haben wir auch vor, General. 1 gegen 4. Ist doch unfair für die Gegner. Wir könnten noch hier wieder Schwarzkunst benutzen, allerdings machen wir uns damit mehr Schaden als den Gegner im Moment. Wir spielen hier ein wenig defensiv. Viel hält er eh nicht aus und der Rest macht auch nichts mehr. Los, verzieht euch!
Ja, so sind die Soldaten. Wenn sie niemanden haben, der ihnen Befehle gibt, schlagen sie sich sogar selbst. So. Ich glaube, wenn man die Soldaten vorher einzeln auslöscht, muss man trotzdem noch den General besiegen. Von daher habe ich das gleich mit dem General getrieben. So. Die haben auch ein bisschen Geld fallen lassen, das ist schön. Wir sind Level 12 geworden. Der Grund, warum wir später leveln müssen, ist nicht wegen Cecil. Es liegt eher an... Entschuldige, das alles wegen mir. Oh, sie spricht. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich habe Unrecht getan und meine Taten sind nicht mit einer Entschuldigung aus der Welt zu schaffen. Aber du hast mich gerettet. Punkt, Punkt, Punkt. Mein Name ist Rydia. Rydia, Beschwörerin. Wer hätte das gedacht? Rydia! Die Beschwörerin Rydia hat sich angeschlossen. So. Oh, wir haben ein Achievement unlocked. Ja, ich habe hier noch nicht alle Achievements. Ich habe das Spiel auf der Android-Version gespielt. Unsere Betten kosten 50 Gil pro Nacht. Möchtet ihr übernachten? Ich denke nicht. Wir sollten eigentlich noch... Oh, wir haben es bald wieder. Wir sollten eigentlich relativ fit sein. Cecil hat sehr gut geschlafen diese Nacht. Wir können uns aber hier noch ein bisschen umschauen. Der weise Teller und seine Tochter Anna waren stets ein Herz und eine Seele. Doch eines Tages lief Anna plötzlich von zu Hause davon. Seitdem ist Teller nicht mehr derselbe. Jetzt unsere Tasse. Gut, gucken wir weiter, was wir noch finden können. Oh, löscht den Brand der Wüste in euren Kehlen mit einem kühlen Humpen Kaipo-Bier. Kaipo-Bier. Kann ich hier noch irgendwas? Ist da noch... Ah, okay. Ein Gast in diesen Zeiten ist selten. Seid gegrüßt. Es liegt an den vielen Monstern, dass das Geschäft schlecht läuft. Ja, kann ich mir vorstellen. Niemand macht gerne mit Monstern Geschäfte. So. Sirnix, bla bla bla. Bla bla bla. Alles sehr viele. Was steht hier? Seid gegrüßt, Freund. Ich bin ein Gelehrter auf Reisen. Eigentlich bin ich nach Farbe, könnte rechts Osten, sagen wir. Bla bla bla. Unterirdischen Wasserweg versperrt. Bla bla bla. Okay, gut. Gucken wir weiter. Wir sind nur daran interessiert, Leute auszurauben. Der hier verkauft Gegenstände, Items, Heilsachen. Auf die gehe ich nicht näher ein. Wir werden nachher noch ein paar kaufen. Nachdem ich gefarmt habe. So, da gab es auch nichts weiter zu sehen, glaube ich. Hier nicht, genauso wenig wie dort. Ist da was im Kamin versteckt? Nein. So, ich gucke mir immer alles gerne genauer an. Auch hier. Okay, was haben wir hier? Unterirdischer Wasserweg ist im Nordosten, aber halte dich besser fern. Es heißt, 8 riesige Wasserschlangen treiben dort die Unwesen. Oder eine mit 8 Armen, wer weiß. Was ist das? Ein fetter Chocobo. Was hast du mir zu sagen, Chocobo? Tag, wie kann ich helfen? Du kannst mir sehr viele Fragen aufgeben. Okay, gucken wir uns mal weiter um. Wir schauen mal hier rein. Es macht Sinn, hier etwas zu kaufen für Rydia. Nämlich einen Lederhut. Das werde ich auch mal tun. Dadurch steckt sie ein bisschen mehr ein. Die werden wir auch gleich mal ausrüsten. So. Also, was ich später vorhabe, ist Rydia zu leveln, bis sie ungefähr Level 12 ist, so wie Cecil jetzt. Dementsprechend wird Cecil dann auch etwas stärker sein. Und dann gehen wir weiter. Haben wir hier noch irgendwas? Hier gibt es nichts zu finden. Hier vielleicht noch... Oh. Ah, auch nichts mehr. Hat sie noch irgendwas zu sagen? Habt ihr das von anderen gehört? Sie hat sich verliebt. Doch Teller ist gegen die Verbindung, sodass sie schließlich die Stadt verlassen hat. Okay, gibt es nicht unter jede Tasse einen Teller? So, dieses unauffällige Mädchen schauen wir uns auch mal genauer an. Ich war in der Hoffnung gekommen, in der Burg als Tänzerin arbeiten zu können. Doch der Wasserweg zur Burg ist zu einem Nistplatz von Monstern geworden. Möchtet ihr meinen Synchronschwimmen Solo sehen? Sonst droste ich noch ein. Natürlich, das zeigt uns das doch mal bitte. Wie sie Solo synchron schwimmt.
Unglaublich, unglaublich. Dazu muss man einfach applaudieren. So synchron habe ich noch niemanden solo schwimmen sehen. Absolut. Okay, schauen wir mal, was hier unten ist. Ein Waffenshop. Waffenshops sind immer gut. Das Blöde ist nur, wir können damit nicht viel anfangen. Das liegt ganz einfach daran... könnten wir da vielleicht für Herrn Feridia was kaufen? Gucken wir gleich mal. Das liegt ganz einfach daran, dass wir die Ausrüstung für Cecil hier nicht ändern können. Er ist komplett dunkel ausgerüstet. Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts und hier ist nichts. Ja, das ist die Rüstung, die er gerade anhat. Die legt er so schnell nicht ab. Man findet natürlich Rüstungsgegenstände für Cecil, aber die Rüstung eines Dunkelritters wird nicht einfach von der Stange verkauft. So, Kaibo, ja, gut. Dann gehen wir mal weiter. Ich weiß natürlich, wo wir hin müssen. Trotzdem schauen wir uns immer gerne noch ein bisschen um. Ich neige ja auch manchmal dazu, ein wenig zu rushen, wenn ich genau weiß, dass es an manchen Gegenständen nichts Besonderes zu finden gibt. Aber dann will ich euch trotzdem nicht vorenthalten, was da war. Und falls ich was verpasst habe, schreibt es in die Kommentare. Wie gesagt, ich gehe gerne zurück und gucke mir das Ganze an. Oh, wen haben wir denn hier? Guck mal, Kaninchen. Mapping Way. Oh, welche unerwartete Freude, Cecil. Ihr fragt euch, was ich hier mache? Ja. Nun, die Sache ist die. Dummerweise fiel mein Kartografen-Set in den Erdspalt, der sich beim Dorf des Nebels aufgetan hat. Wie könnte sich jemand, der keine Karten mehr zeichnen kann, noch guten Gewissens Mapping Way nennen? Allerdings weiß ich noch nicht recht, welche Aufgabe mich als nächstes erwartet und lebe in Erwartung der Erleuchtung in den Tag hinein. Mapping Way wurde zu Living Way, dem Vagabunden. Da ich nichts Besonderes zu tun habe, verbringe ich meinen Tag mit dem Studium dieses Bestiariums. Möchtest du dir einen Blick ins Bestiarium werfen? Ja. Bitte, viel Spaß. Gucken wir uns doch gerne mal an. Das Bestiarium. Hier sehen wir Kreaturen, die wir schon erlegt haben. Und, kann ich hier irgendwie schneller durch? Ich kann hier nicht schneller durch. Es gibt jedenfalls sehr, sehr viele Kreaturen, die man hier sehen kann. Wir fangen einfach mal bei denen an, die wir schon erlegt haben. Hier haben wir einmal das Schwebeauge. Oh ja, genießt diese Musik. Schwebeauge. Hier haben wir den Goblin. Man sieht natürlich immer die Stufen, die haben, die Schätze, die sie verlieren könnten. Oh, Goblin droppt der. Schätze, bla bla bla, bla bla bla, Nebelratte. Ja, das war es ja auch soweit. Oh, der Boss. Ja, genießt doch die epische Bossmusik. Bei dem Boss sieht man nicht, welche Stufe er ist. Man sieht auch nicht die HP oder sonst irgendwas. Man sieht einfach nur, dass er eine Höhle des Nebels ist. Oh, man kann ihn... Man kann das wusste ich ja auch nicht. Man kann klicken und er macht eine Aktion. So sieht der Boss aus, wenn er angreift. Ja, sehr episch. Kann man das bei dem auch? Oh. Das wollte ich nicht. Ich wollte gucken. Ja, bei ihm kann man das auch. So schlägt er zu. Ja, kann auch zuschlagen. Und die, ja, genau. Gut. Das war's dann auch soweit mit dem Bestiarium. Werden wir vielleicht mal ab und zu reinschauen. Ich habe nicht vor, es zwangsläufig zu 100% zu spielen. Das hier wird kein 100% Run. Das liegt einfach daran, dass ich hier ohne Komplettlösung spiele und auch nicht alle Geheimnisse auswendig kenne. Das arme Kind aus Baron lag bewusstlos vor den Dorftoren. Auf dem Weg von Baron her muss sie sich das Wüstenfieber eingefangen haben. Sie wiederholt im Fieber, Fieberwahn ständig den Namen Cecil. Ja, das wohl sein mag, dieser Cecil ist bestimmt ein richtig cooler Typ. Wüstenfieber, so ein Zufall, eine höchst hartnäckige Krankheit, bei der auch der Adlers nichts bewirkt, nur mit den Funkeln der damzianischen Sandperle zu kurieren. So. Rosa! Ich kann nicht reden, es ist sehr spät. Oh, Rosa! Also ich meine, das Lesen fällt einem schwer. Punkt, Punkt, Punkt. Cecil. Bitte, Cecil, sei am Leben. Das ist... Für Cecil. Fertigkeit Autopotion erhalten. Juhu. Wir sind jetzt in der Lage... Oh mein Gott, wir haben sogar ein Achievement erhalten. Wir sind jetzt in der Lage, automatisch Potions zu benutzen. Das bedeutet, immer wenn wir in irgendeiner Weise irgendwie Schaden bekommen, nutzen wir automatisch eine Potion. Das wird angelegt unter Fertigkeiten. Cecil. Dann kann man... Nein, Quatsch. Items, wo haben wir das? Wir müssen das Ganze erst lernen. Items... Wichtige Items, Autopotion. Hiermit lernt er das dann. Ich werde das Ganze aber vorerst noch nicht benutzen. Mal gucken, wem ich das am Ende geben werde. Okay, was hat er zu sagen hier?
Um das Wüstenfieber zu heilen, bedarf es der mysteriösen Sandperle. Doch so eine ist nicht leicht zu bekommen. Man findet sie in der Höhle des Ameisenlöwen. Oh, ein Ameisenlöwe. Wie groß kann der sein? Ist das ein Löwe in der Größe einer Ameise? Oder ist das eine Ameise in der Größe eines Löwen? Beides wäre strange, nur letzteres macht mir Angst. Oh, Cecil, es sieht ganz so aus, als wäre euch da etwas Interessantes in die Hände gefallen. Jetzt erklärt er das auch noch. Nein, ich will euch erklären, wie das mit den Autopotion funktioniert. Mit der Autopotion funktioniert. Das ist ein ganz besonderer Gegenstand, den man Fertigkeit nennt. Wendet ihr das auf einen Gruppenmitglied an, erlernt es diese Fertigkeit. Fertigkeiten erscheinen in der Liste wichtiger Items. Vergesst also nicht, sie zu erlernen, sobald ihr sie erhalten habt. Fertigkeiten werden von verschiedenen Leuten in der ganzen Welt hinterlassen, also haltet stets die Augen offen. Glaubt mir, sie werden euch das Leben leichter machen, als dann bis zum Tag, an dem wir uns wiedersehen. Und wenn sie heute kaufen, kriegen sie noch die Fertigkeit. So. Ist natürlich immer ganz gut, dass Living Way mit da ist. Ne? Er erklärt uns alles schön und gut. Ja, das Einzige, was wir an der Stelle machen können, ist tatsächlich farmen. Wir müssen jetzt losgehen in die Richtung, die ich euch zeigen werde. So, wir speichern noch erst einmal. Na, ich habe keinen anderen Speicherstand angelegt. Das ist immer noch der, wo wir zuletzt aufgehört haben. Bei Baron. Jetzt sind wir in der Düste Dämpchens. Und ihr werdet gleich sehen, ich mache mal hier so einen Kampf mal aus Spaß. Gucken wir doch einfach mal. So. Ganz genau, da kommen Gegner. Ihr seht, Rydia ist sehr schwach. Was sie kann, Schwarze Magie Eis, ist natürlich sehr effektiv auf alle Gegner. Auf den 100 Fuß. Für die 1000 hat es nicht mehr gereicht. Oh. Okay, Rydia ist vergiftet. Sie verliert aber nur ein Lebenspunkt. Reicht das? Reicht das? Das hat nicht gereicht. Nein! Verdammt! Rydia ist gestorben. Okay, also ihr habt gesehen, das ist der Grund, warum ich hier ein bisschen farmen werde. Die Gegner sind recht stark und ich habe nicht vor, so mit Rydia weiterzugehen. Sie kann fast noch gar nichts. Natürlich habe ich sie jetzt ziemlich blöd hier sterben lassen, aber ich habe ja vorher gespeichert. Das heißt, ich werde jetzt hier die Aufnahme beenden, werde ein bisschen farmen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Aufnahme wieder. Vergesst nicht, fleißig Kommentare zu schreiben. Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Konstruktive Kritik, was gibt es dazu zu sagen? Habe ich irgendwas verpasst? Nur zu, schreibt es rein. Ich danke auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns definitiv wieder in der nächsten Aufnahme mit einer etwas stärkeren Rydia und einem noch stärkeren Cecil. Bis dann, ciao!